Alle Stimmen, die hier sind, die kann man komplett so benutzen für seine Songs. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo jeder einfach mit Hilfe von KI Stimmen klonen kann. Wie das genau funktioniert, welche möglichen Anwendungsszenarien es für Musiker und Produzenten gibt und welche rechtlichen Rahmenbedingungen man dabei beachten sollte, klären wir in diesem Video. Also bleib unbedingt dran. Doch bevor es mit dem Video losgeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. So viele hier schauen den Kanal von euch, sind aber noch keine Abonnenten. Also wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das verdammte Scheiße nochmal schleunigst nach. Und wenn du schon dabei bist, gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Hier auf beatmaking.de helfen wir dir als Musiker erfolgreicher zu sein. Doch genug Werbung. Kommen wir nun wieder zurück zum Thema. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie ein KI-Modell einer Stimme verwendet werden kann. Zum einen gibt es da Text-to-Speech, was aus einem Text mithilfe der Sprachsynthese gesprochenes Wort macht. Und zum anderen haben wir die Möglichkeit, Aufnahmen einer Stimme durch die künstliche Intelligenz umwandeln zu lassen. Letzteres ist natürlich super interessant für dich, wenn du so Gesang oder Rap einer geklonten Stimme machen möchtest. So kannst du zum Beispiel selbst eine Passage rappen, die dann durch eine KI-Stimme von zum Beispiel deinem Lieblingsrapper ersetzt wird. Was es dabei rechtlich zu beachten gibt, dazu kommen wir gleich. Ich habe hier aber nochmal mit der KI-Stimme ein paar weitere Vorschläge, wie du KI-Stimmen benutzen kannst. Eine Gesangshook, das anderen Geschlechts mit Hilfe von KI erstellt. Fehlende Parts eines Kunden im Nachhinein durch KI ersetzen. Stimmverfremdung und Erstellung einer neuen Künstlerpersona auch sehr interessant. Komplette Songs von einem Künstler ohne eine einzige Aufnahme im Studio zu machen. Auf Social Media zu tollen, um dann deine eigenen Songs zu bewerben. Du kannst zum Beispiel diverse Prominente deinen Song performen lassen. Du kannst Content von dir selbst erstellen lassen, ohne ihn aktiv zu produzieren. Du siehst, es gibt eine Menge Möglichkeiten und die Beispiele sind nur an der Oberfläche gekratzt und was mir so innerhalb von kürzester Zeit eingefallen ist. Also sei ruhig kreativ und wenn du weitere Ideen hast, dann teil die doch gerne mit uns in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Nun kommen wir zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Bevor ich dir jetzt zeige, wie du selbst mit Hilfe von KI Stimmen erzeugen kannst, müssen wir erstmal klären, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es gibt. Denn natürlich wäre es zu einfach, sich einfach das Traumfeature selbst von der KI erstellen zu lassen und dann auf Upload zu klicken. Aber ich meine, wo kämen wir denn dann hin? Kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Dieses Video stellt keine rechtliche Beratung dar und ich erhebe auch keinen Anspruch darauf, dass alle Daten, die ich hier nenne, korrekt sind. Gut, also die rechtlichen Gegebenheiten, was das Klonen von Stimmen mittels KI angeht, sind nun komplex und betreffen verschiedene Paragraphen. Zunächst einmal müssen wir uns die Rechtmäßigkeit des KI-Trainings und der Nutzung von Daten für das Training anschauen. Denn da gibt es das Urheberrecht, welches hier eine wichtige Rolle spielt. Wir müssen uns immer fragen, ist das Material, was ich benutze, um die KI zu trainieren, urheberrechtlich eventuell geschützt? Gibt es da Einschränkungen? Und wenn ja, darf ich es benutzen? Es gibt eine kleine Ausnahme für Forschungs- und Lehrzwecke, darf man sowas grundsätzlich benutzen. Aber wenn ihr das jetzt benutzt, um irgendwie euer Traumfeature zu erstellen, dann würde ich sagen, eher nicht. Als nächstes werfen wir einen Blick auf das Persönlichkeitsrecht. Hinsichtlich der Nachahmung prominenter Stimmen durch KI-Systeme zeigt sich nämlich, dass eine Imitation meistens keine Urheberrechte verletzt, da ja keine direkte Kopie einer Datei gemacht wird, sondern lediglich irgendwie das als Grundlage verwendet wird, um eben neue Inhalte zu generieren. Dennoch kann die kommerzielle Nutzung und Veröffentlichung einer nicht lizenzierten Nachahmung gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht verstoßen. Personen, deren Stimme nachgeahmt wird, können nämlich rechtliche Schritte einleiten, um so ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen. Dies kann zu Unterlassungsansprüchen sowie Schadensersatz- und Geldentschädigungsansprüchen führen,
die man nicht unbedingt haben möchte bei einer kommerziellen Nutzung. Deswegen, Leute, lieber die Finger davon lassen. Und auch wenn es sehr verlockend ist, ein Feature mit Drake auf Spotify hochzuladen, ich würde es tatsächlich eher lassen. Insgesamt sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Klonen von Stimme mittels KI noch in vielen Bereichen unklar und unterliegen einer kontinuierlichen rechtlichen Bewertung und Anpassung. Ich denke, da wird es mit Sicherheit auch noch einige Änderungen der Paragraphen geben. So, jetzt haben wir dieses ganze langweilige Rechtliche geklärt und ich würde sagen, wir schauen uns doch einfach mal an, was man mit Hilfe von der KI alles so machen kann. Ich habe hier mal ein schönes Beispiel rausgesucht, welches ich letztens auch in der Praxis umgesetzt habe bei einem Kundenprojekt. Liebe Grüße hier an Corrado an der Stelle. Wir haben zusammen einen Song gemacht, wo er einen Text für einen Hook hatte. Ich habe das Ganze dann eingesungen und das klang im ersten Moment so. Denn der Krankenschein ist die beste Medizin ist in der Sonne liegen. Denn der Krankenschein ist die beste Medizin. Ja, also wie wir gehört haben, das Ganze klingt jetzt natürlich absolut kacke, weil es überhaupt nicht meine Tonlage ist. Und wie man daraus dann am Ende eine wirklich geile Hook machen kann, die so hier klingt. Denn der Krankenschein ist die beste Medizin ist in der Sonne wegen. Denn der Krankenschein ist die beste Medizin ist in der Sonne wegen. Möchte ich hier mal in diesem Beispiel kurz zeigen. Also das Ganze ist jetzt auch noch nicht gemischt. Es ist einfach die Stimme, so wie sie aus der KI rauskam. Welche KI ich dazu genutzt habe, zeige ich dir auch noch gleich. Und der erste Schritt, den ich gemacht habe, ist natürlich meine Stimme mehrfach aufgenommen und dann korrigiert. Dazu habe ich Autotune benutzt und die Flex-Pitch-Funktion hier von Logic. Da gibt es aber auch Vario Audio bei Cubase, Melodyne. Ne, hat immer verschiedene Namen, aber macht das gleich. Ich habe die Töne hier alle richtig hingeschoben. Wir können ja nochmal schauen, das war die unkorrigierte Variante. Und das hier, die korrigierte, einfach ein bisschen schöner gemacht. Dann noch das gute Autotune raufgelegt. Exportiert. Und dann zu Musicfy hochgeladen. Musicfy ist der Anbieter, für den ich mich entschieden habe. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du dich auch bei Musicfy über den angepinnten Kommentar anmelden. Das Ganze ist ein Affiliate-Link, also ich kriege eine kleine Provision dafür. Wenn du der Meinung bist, es gibt da bessere und andere Anbieter, schreib es gerne in die Kommentare. Es ist natürlich kein Zwang, sich über meinen Link anzumelden. Ja, Musicfy, was kann man da machen? Da kann man erstmal Klone von Stimmen erstellen, das ist natürlich eine sehr geile Sache. Man kann ein eigenes Modell trainieren. Man hat die Möglichkeit, einen Song in seine verschiedenen Instrumente zu splitten. Man kann KI-Cover mit einem YouTube-Link erstellen. Und man hat darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, eigene Songs generieren zu lassen. Grundsätzlich viele coole Features für Musiker. Deswegen würde ich sagen, Musicfy in meiner Recherche der Anbieter, den ich empfehlen kann. Ich habe mir hier auch einfach mal ein Premium-Abo geholt, um das Ganze für euch zu testen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Da loggt man sich ein und dann landet man hier in diesem Dashboard. Und da ganz oben kann man erstmal ein KI-Klon erstellen. Ich habe das Ganze gemacht und habe hier in die Lizenz tatsächlich Royalty-Free ausgewählt. Und alle Stimmen, die hier sind, die kann man komplett so benutzen für seine Songs, was sehr geil ist. Da gibt es eine echte Handvoll. Als ich das letzte Mal geschaut habe, da waren irgendwie 4 oder 5 da. Also die erweitern das ständig. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber man hat auch nicht lizenzierte, logischerweise, Stimmen wie von iShow Speed, Future, Kendrick Lamar, Juice WRLD haben wir hier drin, Peter Griffin, den Minecraft Villager, Squidward, also Thaddeus, Plankton, The Weeknd, also auch sehr viele coole Sachen, die man benutzen kann für zum Beispiel Social Media. Ne? Das ist eine sehr geile Geschichte. Da wählt man dann hier eine Stimme einfach aus. Nehmen wir jetzt mal Future zum Beispiel. Dann kann man hier per Drag and Drop einfach seine Files reinziehen, was ich getan habe, oder direkt im Internetbrowser was aufnehmen und, wie bereits schon angesprochen, einen YouTube-Link einfügen,
wo dann die Stimme des YouTube-Videos mit der jeweils anderen Stimme ersetzt wird. Auch eine sehr coole Sache. Ebenfalls kann man da, wenn es ein Song ist, das Instrumental entfernen lassen und so zum Beispiel ein KI-Cover machen. Bei Advanced Settings kann man noch den Formanten und den Pitch verändern, habe ich jetzt in meinem Beispiel nicht gemacht. Dann drückt man auf Generate und innerhalb von kürzester Zeit wird das Ganze dann generiert. Ich habe hier das Modell von Linda benutzt, welches in dem Beispiel, was ich euch gerade gezeigt habe, zum Einsatz kam. Des Weiteren habt ihr hier Text-to-Music. Ich habe das zum Beispiel mal ausprobiert. Wir können das jetzt auch mal machen. Für einen 15 bis 30 Sekunden Track generiert er so ungefähr eine Minute. Das Ergebnis war so, naja. Ich habe ja schon mal eine andere KI getestet, die nur dafür gemacht wurde, und zwar Sumo AI. Video dazu ploppt jetzt auch nochmal hier oben auf. Ist auf jeden Fall sehenswert, falls du es noch nicht gesehen hast. Da erkunden wir das Ganze mal so ein bisschen und hören uns da Ergebnisse an. Damit werden auch diese ganzen eBay-Kleinanzeigen-Songs und so, falls ihr das schon gesehen habt, auf TikTok und so gemacht. Falls ihr euch gefragt habt, wie das geht und wie man das macht, schaut gerne bei diesem Video vorbei. Da erkläre ich das Ganze. Hier bei Musicify kann man einfach nur Text-to-Music benutzen. Das ist vielleicht cool für Hintergrundmusik oder für YouTube-Videos, wenn man was Passendes braucht. Ich habe hier einfach mal hier diesen Prompt, ein Upbeat-Electronic-Track mit schnellem Tempo und dem Style von 2000er Techno generieren lassen. Das war jetzt hier so ein vorgefertigter Prompt. Wir hören mal rein. Ja, also ne, jetzt nichts, wo man den Track drauf aufnehmen könnte, aber denke ich doch eine ganz coole Sache, die man einfach noch mit dazu bekommt. Genauso wie hier in den Pro Tools den Stem Splitter. Falls man noch keine andere DAW hat, die sowas schon integriert hat, hat man hier nochmal die Möglichkeit, Stems zu splitten und darüber hinaus auch eigene Stimmenklone zu erstellen. Dazu muss man einfach möglichst viel Material der Stimme, die man gerne klonen möchte, hochladen. Ich habe hier mal die eines Kunden versucht zu machen, Rick88. Auf jeden Fall Shoutouts an der Stelle. Meine Erfahrung mit dem Klonen von Stimmen ist auf jeden Fall, dass man schon den Stil des Originals sehr, sehr nachahmen muss, dass man da ein gutes Ergebnis erhält. Nichtsdestotrotz ist es aber sehr simpel, sich hier eigene Stimmen zu klonen. Und man kann insgesamt 6 eigene Stimmen erstellen. Man kann die auch löschen und dann wieder eine neue erstellen. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, wenn man da eine bestimmte Stimme haben möchte, die jetzt hier nicht in der Library vorhanden ist. Zum Beispiel eine Comic-Stimme von Peter Griffin. Hier ist jetzt natürlich die amerikanische Synchronstimme und nicht die deutsche. Yes, das war's auch zu Musicify und mit diesem Video für heute. Ich hoffe wie immer, dass es dir gefallen hat und dass du auch gerne nochmal bei dem Video mit Sumo AI vorbeischaust und gerne auch bei diesem Video, was dir hier vorgeschlagen wird. In der Mitte kannst du den Kanal wie immer abonnieren. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut, bis bald und ciao!